Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, was für ein innenpolitischer Tag. Christian Kern tritt zurück, Schieder wird zurückgetreten und Pamela Rendi-Wagner ist die neue SPÖ-Chefin. Höchste Zeit, das wirklich fachmännisch zu analysieren. Ich danke Thomas Hofer, dass er zu uns ins Studio gekommen ist, der derzeit prominenteste und gefragteste, vor allem Politkommentator in dem Land. Ich werde mir erlauben, mit ihm das einmal ein bisschen zu analysieren. Nur damit wir gleich wissen, worüber wir reden, falls Sie es noch nicht gesehen haben, wir zeigen Ihnen noch einmal ganz kurz das Antrittsstatement, das Pamela Rendi-Wagner heute, kurz nachdem sie der SPÖ-Parteivorstand als künftige SPÖ-Chefin intronisiert hat, gegeben hat. Hier ist Rendi-Wagner im O-Ton. Ja, einen wunderschönen Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es erfüllt mich mit sehr, sehr großer Freude, dass der Bundesparteivorstand soeben in dieser Sitzung mich zur geschäftsführenden Bundesparteivorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und zur Kandidatin als Vorsitzende der SPÖ für den Bundesparteitag gewählt hat. Ja, es ist bekannt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Es ist keine leichtfertige Entscheidung, eine sehr persönliche Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für Verantwortung. Dabei, bei dieser Entscheidungsfindung, habe ich mich an etwas Besonderes erinnert in meinem Leben als Ministerin letztes Jahr. Und es war das, was mich viele junge Frauen vor allem gefragt haben. Frau Ministerin, einen Satz, einen Tipp. Was würden Sie uns raten oder mitgeben auf unserem beruflichen Weg? Und da kam spontan damals von meiner Seite, und ich habe es dann oft und oft wiederholt, im Zweifel Ja sagen. Und genau das war es, woran ich mich selbst erinnert habe. Aber ich kann Ihnen sagen, heute habe ich keine Zweifel mehr daran, dass diese Entscheidung die richtige ist. Schon allein deswegen nicht, weil ich so viele Unterstützungserklärungen, Mails, Postings bekommen habe von Parteimitgliedern, von Mitgliedern der Gewerkschaft, der Frauenbewegungen, aber auch von Menschen, die mit der SPÖ bis jetzt noch nie was zu tun gehabt haben. Das hat mir Kraft gegeben, zu dieser Entscheidung zu stehen, und es hat mich motiviert, den Weg weiterzugehen, hierher, heute zu Ihnen. Welche Motive stehen für mich dahinter und welche Aufgaben sehe ich hier zentral für die Sozialdemokratie in Österreich für die nächsten Jahre? Obwohl ich erst kurz in der Partei bin, obwohl ich erst kurz in der Politik bin, war es doch eine Zeit, die ich hier in den letzten Monaten und im letzten Jahr vollbracht habe oder hinter mich gebracht habe, die geprägt war von vielen unterschiedlichen politischen Facetten. Es war zum einen die Zeit als Ministerin, die Zeit des Regierens und Gestaltens. Es war die Zeit des intensiven, nicht sehr unkomplexen Wahlkampfes letztes Jahr, wo ich doch sehr schnell dann auf Listenplatz 2 gelandet bin und hier einen Wahlkampf bestritten habe. Und, wie Sie wissen, bis heute die Zeit der Opposition, die auch nicht eine einfache ist. Also ich habe in dieser kurzen Zeit in der Politik, in der Partei, hier sehr viel gesehen in sehr kurzer Zeit. Und ich kann Ihnen sagen, dass jede dieser drei verschiedenen Phasen in mir einen bestimmten Antrieb hatten und ich gespürt habe, dass es um eines geht, nämlich das zu zeigen, wofür die Sozialdemokratie steht, nämlich für ein Menschenbild, das geprägt ist von sozialer Gerechtigkeit, sozialer Wärme, Chancengleichheit und einem Leistungsbegriff, wo alle zum Wohlstand in der Gesellschaft beitragen, aber wo auch alle in dieser Bevölkerung und in diesem Land von diesem Wohlstand profitieren. Ja, das war also Pamela Rendi-Wagner heute kurz vor 19 Uhr, als der SPÖ-Parteivorstand sie offiziell
als SPÖ-Chefin intronisiert hat. Und jetzt ist natürlich Zeit für die Analyse. Und wer könnte das besser machen als Thomas Hofer? Thomas Hofer, danke fürs Kommen ins Studio. Wie sehen Sie denn dieses Erdbeben? Wie sehen Sie diese erste kleine Antrittsrede, weil eine Pressekonferenz war das ja eigentlich nicht, wenn nicht einmal Fragen zugelassen sind, diese erste kurze Antrittsrede der Pamela Rendi-Wagner? Das war tatsächlich schon ein bisschen wie Parteitag, nicht? Sie hat gleich versucht, ein paar Pflöcke einzuschlagen, die durchaus natürlich klassische Werte der SPÖ umfasst haben, in Richtung Chancengleichheit und Aufstiegsmöglichkeiten, durchaus auch den Leistungsbegriff hat sie versucht zu integrieren. Da hat sie ein bisschen reagiert auf das, was die ÖVP eigentlich der SPÖ streitet gemacht hat im letzten Wahlkampf. Und natürlich, und das ist das besonders Bekannte innerparteilich, klarerweise, sie hat auch die ersten Personalentscheidungen gleich. Über die werden wir gleich kommen. Aber das Ganze selber war nicht wirklich feurig, oder? Ja. Es war nett, aber nicht wirklich, dass ich sagen würde, das bewegt mich jetzt sehr, dieser Auftritt. Ja, also es war nicht gleich Obama, das stimmt. Ja. Es war nicht Kern. Die ersten zwei Reden von Kern waren wunderbar. Dann hat er allerdings schnell abgebaut, muss man auch dazu sagen. Nein, man hat ja natürlich die Nervosität angemerkt. Man hat auch gemerkt, dass sie sozusagen jetzt von einer Spielerin auf dem politischen Parkett, die halt mit Gesundheit und Sozialem zu tun hatte und auch den Frauenangelegenheiten natürlich jetzt wirklich eine universelle Spielerin werden muss. Und das ist schon ein Umstieg, den man nicht unterschätzen darf. Das hat mir ein bisschen angemerkt, aber es sind jetzt auch keine dramatischen Fehler passiert, dass man sagen kann, Gottes Willen, der erste Auftritt ist daneben gegangen. Das, was eher bemerkenswert ist und das, was eher vielleicht für Unmut gesorgt hat, war das, was sich in der Clubsitzung davor und vielleicht im Vorstand abgespielt hat. Da gibt es natürlich jetzt schon Verwunderte gleich am Beginn. Aber zuerst noch Rendi Wagner. Sie haben sehr schön bereits formuliert, da werden neue Werte eingeschlagen. Bis jetzt ist es ja in der Innenpolitik in den letzten Monaten um ganz andere Dinge gegangen. Immigration, Flüchtlingsbewegung, Sicherheit, um nur ein paar solche Dinge zu nennen. Das ist bei der Rendi Wagner gar nicht vorgekommen. Da ist es gegangen um Gesundheit, gleiche gesundheitliche Chancen für alle. Nur wer gesund ist, kann dann auch ein entsprechend erfolgreiches Leben führen. Ja. Bildungschancen etc. Das ist eine neue Politik eigentlich, eine softe Politik, eine Inhaltspolitik. Ja, sie versucht sozusagen die Offensivthemen der SPÖ zu definieren, nicht? Und da die offenen Flanken der Regierung nochmal zu definieren. Und es ist schon richtig, wenn man das abfragt, je nach Kompetenzbereichen, dann ist das Thema Soziales, auch das Thema Gesundheit, schon so ein gewisses Schwächefeld der Regierung. Allerdings muss man schon auch dazu sagen, das allein wird nicht reichen. Sie muss schon, und das ist ja ein bisschen herumgegangen und hat das versucht zu vermeiden. Sie braucht schon auch eine Positionierung zum Thema Migration, denn weggehen wird dieses Thema nicht. Das ist eine offene Flanke der SPÖ und das bleibt eine offene Flanke. Da gibt es dieses Kompromisspapier zwischen Kaiser und Doskozil. Die Frage ist, reicht das? Also in Wahrheit muss sie das neutralisieren und versuchen dann eben schon offensive Punkte zu setzen gegenüber der Bundesregierung. Aber sie darf eines nicht unterschätzen, das sind schon echte Kommunikationsprofis, ganz an der Spitze natürlich Sebastian Kurz unterwegs, denen wird man nur sehr schwer beikommen können. Aber es ist mal richtig, dass sie ein paar Offensivthemen zumindest formuliert. Ich habe in einem Kommentar die Frage gestellt, hätte ein Headhunter der SPÖ Rendi Wagner empfohlen oder nicht? Jetzt sind Sie Politberater, eigentlich fast so was wie ein Polit-Headhunter. Hätten Sie der SPÖ Rendi Wagner als Kernnachfolgerin empfohlen? Ist das die Idealbesetzung oder haben Sie Zweifel, ob sie es da hebt? Es ist schon, die Herausforderung ist schon sehr groß, wenn man jetzt das hernimmt und sagt, was sind die, das, was sie mitbringt. Gar keine Frage, sie hat da ihre Stärken, brauchen wir gar nicht reden. Die da werden, sie ist ein noch immer frisches Gesicht, auch wenn sie schon Ministerin war und so. Sie bringt sicherlich auch ein bisschen diesen Touch, dass sie keine Berufspolitikerin ist mit. Das ist jedenfalls was Positives, brauchen wir gar nicht reden. Sie ist natürlich auch ein bisschen eine Antithese zur Regierung, die manchmal schon ein bisschen viel Testosteron versprüht, nicht? Also da kann man auch was draus machen, gar keine Frage. Aber man muss eines auch sagen, der Rucksack, der hier umgehängt wurde von verschiedensten in der Partei, der ist schon ziemlich schwer, nicht? Und da jetzt von 0 auf 100 sofort in diese zentrale Position in der Opposition zu rücken, das ist schon nicht einfach. Und da gibt es genügend, da brauchen wir noch gar nicht über die Regierung reden, da gibt es genügend in der eigenen Partei, die ja da übel wollen. Das, was die Westachse für den Sebastian Kurz ist, ist im Übermaß die Ostachse für sie. Also das heißt, die ganz starke Zusammenarbeit zwischen der Wiener Landespartei und der burgenländischen
österreichischen Landespartei. Und die haben natürlich aktuell das Gefühl, dass das zweite Mal in Serie jetzt der Schwanz mit dem Hund wählt. Schon bei der Intronisierung von Kern. Eine Quereinsteigerin, die nichts mit der Partei zu tun hat. Und die nicht in Wien oder dem Burgenland gemacht wurde. Nicht? Michael Häupl, nicht Michael Ludwig, aber trotzdem Michael Häupl, hatte damals ja eigentlich Gerhard Zeiler geplant, 2016. Und der wurde überrumpelt von den, ja, ich sage mal, eher kleineren Landesparteien da westlich von Wien. Zwergenaufstand. Ja, das war ein Zwergenaufstand, so ist es. Aber die haben auch Stimmrecht und gar nicht wenig. Und jetzt ist es wieder so gelaufen. Und natürlich, die Befindlichkeit in diesen großen, mächtigen Landesorganisationen, die war schon mal besser. Also die Grundvoraussetzungen für sie sind schon wirklich ganz schwierige. Sie hat jetzt einen Schritt gemacht, ich komme schon wieder zum Personalpaket, ja, aber irgendwann kommen wir dazu. Ist natürlich so, dass sie gesagt hat, okay, die Vertrauten, die sie hat, die bringt sie mal in zentrale Position. Sie versucht da gleich mal Stärke zu zeigen. Das ist vom Prinzip her auch richtig. Das hat sie halt relativ brutal gemacht. Ja. Da war der Christian Kern viel weicher bei seinem Amtsantritt, weil der hat ja eigentlich nicht aufgeräumt in der Partei. Genau. Und sie ist aber da halt brutal hineingefahren. So ist es. Weil da ist einmal der Clubchef weg, ja. Der muss einem ja fast leid tun, darüber werden wir noch reden. Ja. Was wird aus Peter Schieder, außer dass er mausetot jetzt ist? Andreas Schieder, außer dass er mausetot jetzt ist. Und dann natürlich die Frage, wer ist jetzt der eigentlich mächtige Mann in der SPÖ? Das ist eigentlich der Thomas Trotzter. Ja, Thomas Trotzter ist definitiv da die Nummer zwei, ohne jede Frage. Das ist so. Er polarisiert natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, gerade in Wien. Nicht? Wien, das ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass sich Michael Ludwig da für seinen ehemaligen Kontrahenten, noch vor wenigen Monaten war das so, Andreas Schieder da so in die Bresche wirft. Das ist schon aus meiner Sicht schon auch richtig, dass ich sage, das ist mein Team, ich habe die Verantwortung und Gämmer. Das ist auch richtig so. Wenn sie jetzt gleich da Kompromisse eingegangen wäre und sofort Niederlagen hätte eingesteckt beim Thema Personelles, dann wäre das kein guter Start gewesen. Reden wir mal kurz über den Trotzter, weil der ist ja die eigentliche politische Sensation des Tages. Der ist ja sowas wie das Mastermind der Rendi Wagner, denn ihr Ehemann war ja, glaube ich, sein Kabinettschef. So ist es, ja. Er selber hat sie angeblich empfohlen für die Politik, dem Christian Kern. Er war ein bisschen ihr Mastermind schon in der Regierung, weil er war ja Koordinator, sie hat das ja vorher gerade erwähnt, und hat sie da extrem politisch liebevoll behandelt und fast geführt ein bisschen. Und der taucht jetzt sozusagen auf als sozusagen bester Freund der Familie Rendi Wagner. Wird der jetzt ein bisschen das Mastermind der neuen Parteichefin, oder? Ganz genau so schaut das aus. Mhm. Natürlich bringt er einiges mit. Ich weiß nicht, ob er sich selber so bezeichnen würde, aber ist ja schon ein bisschen ein Spin-Doktor auch im Hintergrund gewesen. Er ist ein Stratege immer gewesen. Ne? Immer Stratege gewesen. Hat aber natürlich auch, und das ist gleich auch Teil des Ganzen jetzt, natürlich gibt es einige, gerade in der Wiener Landespartei, die ihm jetzt nicht so ganz wohl gesehen sind. Er gehört ja eigentlich zur Brauner Fraktion, nicht zur Abgewählten. Und das, da sind wir schon beim Punkt. Nicht? Also sozusagen, wenn wir jetzt im Flügel denken oder in Lagern denken, wie auch immer man das jetzt formulieren will, ist es natürlich so, dass es da jetzt viele gibt, die sagen, na, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Nicht? Also wenn wir uns da die gesammelten Aussagen von Michael Ludwiger anschauen in den letzten Tagen, dann sind das keine Vorschusslorbeeren, sondern Vorschussdisteln für die neue Vorsitzende. Und das gilt im noch größeren Ausmaß wahrscheinlich für Thomas Trotzter. Weil der ja ein Linker ist. Ne? Der gehört ja eigentlich zu dieser Transdanubien-Partie, die ja klar rechts ist, zur Toskozil, Floridsdorf, Donaustadt, Simmering, Favoritenpartie nicht dazu. Ne? So ist es. Genau, das ist der Punkt. Und natürlich gab es auch im Club, dem Vernehmen nach, heute heftigen Widerstand, weil da gab es mal die Idee, möglicherweise ihn als Clubchef zu installieren etc. Also man merkt, die Gräben sind da. Und eines ist auch klar, was Rendi Wagner auch machen muss, ist in Wahrheit, sich in der einen oder anderen Form, symbolisch jedenfalls, von Kern frei zu spielen. Ja? Da jetzt nur als sozusagen die Fortsetzung und den einzigen Wunsch von Kern und Trotzter zu gelten, das ist auf Dauer nicht gut. Das heißt, sie muss auch hier vielleicht inhaltliche Pflöcke einschlagen, wo sie sagt, so, und das ist jetzt auch inhaltlich meine eigene Handschrift. Personell hat sie das gemacht. Andreas Schieder freiwillig gegangen oder wurde der gegangen? Also ich glaube nicht, dass er freiwillig gegangen ist. Das hat man ja auch gesehen. Das lässt sich ja auch für den besten politischen Profi kaum verbergen. Nicht? Also da zurückgekommen ist von seiner Reise, war er mal ein bisschen irritiert, dass das Ganze schon gelaufen war. Und natürlich wäre er gern im Club an der Spitze geblieben. Der ist politisch tot.
Monate jetzt, ne? Ja, es ist ja nicht einfach, dass man jetzt da zwei Niederlagen binnen 9 Monaten auf die Art verkraftet. Mhm. Nicht? Zuerst verliert man gegen Michael Ludwig deutlich in Wien und jetzt muss man da in die zweite Reihe zurück. Das ist schon etwas, was man zuerst einmal mit sich selber auch ausmachen muss. Und die Pamela Rendi-Wagner kann Clubchef und kann Parteichef, weil die hat sich jetzt natürlich schon wahnsinnig viel aufgehalst. Eine Partei, die sie praktisch nicht kennt. Ja? Mhm. Und ein Club, wo sie ja bis jetzt nett am Tisch gesessen ist, aber eigentlich auch noch nicht wirklich aktiv geworden ist politisch. Und nicht nur das. Und wo sie eine Gegnerschaft hat, die das jetzt nicht gleich in den ersten Wochen materialisieren wird, dass das jetzt irgendwie so Leute gegen sie agieren werden, aber wo schon die Gefahr da ist, dass einige auf einen Fehler warten. Nicht? Und Fehler macht man bald einmal in der Politik, vor allem wenn man das halt nicht von der Pike aufgelernt Partei, hat. Na klar. Jetzt, ja? Das ist einmal, also die erste. Das heißt, das sind nicht alle für Rendi Wagner, Ihrer Meinung nach. Wie würden Sie das einschätzen? Genauso würde ich es einschätzen. Es ist sicherlich keine offene Ablehnung, aber noch einmal, wenn wir jetzt den Politik-Speaker ein bisschen runterräumen, ja, von dem, was wir da gehört haben in den letzten Tagen, dann waren das eben wirklich harte Worte eigentlich, vor allem aus Wien, aber auch aus dem Burgenland, weil wenn ich in einem Statement sage, naja, Sie dürfen sich Ihr Team schon aussuchen, aber die Verantwortung tragen wir dann auch, dann ist das eine relativ direkte Warnung, wo man sagt, das schauen wir uns jetzt einmal an, wie sie so tut und ob sie Fehler machen. Muss man dazu sagen, die Frau arbeitet ja nicht im luftleeren Raum, Sie haben das vorher schon so schön gesagt, sondern die tritt ja gegen zwei Großkaliber an. Gegen einen Kurz in Hochform und gegen einen HC Stache, der noch nie zimperlich war. Und das ist genau das Thema. Nicht? Wenn man in einer ohnehin schwierigen Situation gegen eine Regierung, die auch Fehler macht, Stichwort die letzten Geschichten aus dem Innenministerium, auch das eine oder andere, was sie kommunikativ da nicht gut gemacht haben, kommt man nur dann in die Offensive, wenn ich wirklich den Rücken komplett frei habe in der eigenen Partei. Und deswegen ist Ihre erste Aufgabe jetzt wirklich, genau diese Geschlossenheit herzustellen, für die SPÖ eigentlich, es war immer eine Kernstärke der SPÖ, ohne das jetzt wortspielerisch zu meinen, derzeit erinnert das ein bisschen an die alte ÖVP, was sich in der SPÖ abspielt. Nicht umsonst hat die Volkspartei 16 jetzt den 17. Parteiobmann, nicht? Und die SPÖ hatte bis jetzt nur 9. Eine Frage an den politischen Astrologen, fast Hellseher Thomas Hofer, kann die eine Wahl gegen einen Kurz gewinnen? Also weil sie halt als Frau ganz anders positioniert ist und vielleicht dort hineinschneidet, wo die ÖVP derzeit ihr größtes Problem hat, bei urbanen Leuten, bei Frauen, bei Jungen. Wie ich es am Anfang gesagt habe, ich glaube schon, dass sie da ein paar Punkte prinzipiell mitbringt, die man verwerten kann. Mhm. Kurz sehe ich derzeit nicht wirklich in Gefahr, sage ich auch dazu. Mhm. Aber jetzt nicht, weil die Frau Rendi-Wagner das nicht können wird, sondern weil er einfach bis jetzt das wirklich sehr, sehr gut macht. Und eins sage ich schon auch, wir reden von einer Wahl, die wahrscheinlich in 4 Jahren ist, wenn etwas Unvorhergesehenes in der Regierung passiert. Das heißt, passiert. Das erste TV-Duell, Kurz Rendi Wagner, bei dem sie brillieren könnte, ist in 4 Jahren. Ne? So ist es, nicht? Ja. Und da muss man mal drüber über die Zeit. 4 Jahre sind in der Innenpolitik, das ist ein Marathon, das ist keine Kurzstreckengeschichte. Mhm. Und deswegen war ja auch der Zeitpunkt von Kerns Rücktritt auch deswegen so problematisch, nicht? Weil das jetzt wirklich eine so lange Zeit ist, wo es ein Lagerdenken in der SPÖ gibt, dass man zuerst einmal abstellen muss. Also da gibt es einige Prüfungen vor diesem Duell. Womit wir beim Schluss unseres Gesprächs und beim Beginn vom heutigen Fellner Live sehen, der Ex-Kanzler, der kürzeste Kanzler aller Zeiten, war ja zu Gast. Sehr jovial, hat da wortreich versucht, sein eigenartiges Rücktrittschaos zu erklären. Wie sehen Sie denn den Kernrücktritt? Hat er die Nerven verloren? Hat er nicht mehr kennen, nicht mehr wollen? Es schaut ganz so aus und ich muss sagen, und ich war einer derjenigen, der damals Doris Burris dafür kritisiert hat, dass ihm das von vornherein abgesprochen hat, dass er Politik kann. Ich muss ein bisschen bei ihr Abbitte leisten. Man muss einfach sagen, dass er schon im Kanzleramt einfach nicht diesen Zug zum Tor bewiesen hat, im Wahlkampf dann sowieso nicht und auch in der Stunde seines Rücktritts muss man sagen, einfach schon handwerkliche Fehler gemacht hat, die man so nicht machen darf. Das ist so. Ja, er hat sich wohl durchgesetzt bei seiner Nachfolge, aber er hat einen Scherbenhaufen schon hinterlassen und die Krise der SPÖ eigentlich noch einmal vertieft in der Stunde des Abgangs. Also das wird er schon auch mitnehmen und das Haben wird schon auch übrig bleiben. Haben Sie gerechnet mit dem Kernabgang oder hat Sie also, das sehr überrascht? Ich hätte eigentlich gleich nach der Wahl, ehrlich gesagt, mit sowas gerechnet, weil ich mir gedacht habe, es ist ganz schwer als Kanzler dann sozusagen
in die zweite Reihe zurückzugehen. Das ist was, was man auch persönlich, verstehe ich auch, ja, auf der persönlichen Ebene nur schwer verwenden kann. Jetzt der Zeitpunkt hat mich natürlich schon überrascht, denn es ist alles in die Richtung gelaufen, er wird halt wieder gewählt etc. Aber ich bin nie davon ausgegangen, dass er der nächste Kandidat der SPÖ sein wird. Auf das aber habe ich zwei immer Wochen vor dem Parteitag ist natürlich schon heftige Nummer, ne? Ja, eben, nicht? Und ja. Also er hat alle am falschen Fuß erwischt und er hat wirklich sehr viel böses Blut einfach hinterlassen und das war unnotwendig. Und hat er Chancen, als EU-Spitzenkandidat zu gewinnen? Kann der wirklich Nummer 1 werden? Hätte man das gut kommuniziert, hätte man es anders eingefädelt, sage ich, 1000 Rosen, das kann schon funktionieren. So hat er auch seine eigenen Chancen natürlich torpediert, nicht? Auf der Ebene der europäischen Sozialdemokraten haben wir alle geschaut, aha, was ist das jetzt? Waren alle überrascht. Und auch dieses Hin und Her, nehme ich das Mandat an, wie schaut das genau aus? Das ist alles nicht professionell, das muss man wirklich in einem Zug durchmachen, nicht? Ja, er hat der Regierung den EU-Gipfel in Salzburg ein bisschen vermasselt, nachrichtentechnisch. Da kann man wenn fast zynisch, froh sein, weil der zynisch rausgekommen, muss man dazu sagen. Ja, ja. Wenn ich es zynisch formuliere. Ja. Aber das war schon so kommunikativ angelegt, dass ich sage, das löst schon Kopfschütteln. Also den Kernrücktritt, um es zusammenzufassen, sehen Sie als Desaster. Ja. Und bei der Pamela sind Sie konstruktiv skeptisch. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Nein, ich glaube auch wirklich, jeder bekommt eine Chance. Ich sage mir, die ganzen Zutaten, die man da so sieht, die machen den ohnehin schon schwierigen Job noch einmal ein Stück schwieriger. Also das ist gleicht ein bisschen einem Himmelfahrtskommando, aber, wie ich gesagt habe, ein bisschen was an positiven Geschichten bringt sie jedenfalls mit, aus denen man was machen kann. Danke, Thomas Hofer, fürs Kommen. Das war also Thomas Hofer bei uns, der jetzt diesen politisch so brisanten Tag mit Kernrücktritt, mit Schieder-Rücktritt, mit Pamela Rendi-Wagner Intronisierung als Parteichefin analysiert hat. Wir gehen jetzt ganz kurz eine halbe Stunde in die Tagesthemen, um diesen politischen Tag für Sie nochmal zusammenzufassen, nämlich was ist jetzt wirklich in der SPÖ los, wie kam es zur Rendi-Wagner-Intronisierung, was ist mit Schieder, mit Trotzdem los, aber auch was spielt sich gerade in New York ab. Dort hat Trump vor der UNO geredet, dort sind Kurz, Van der Bellen und unsere Frau Außenministerin vertreten. All das jetzt kurz und prägnant zusammengefasst in einer halben Stunde. Und dann haben wir zwei, die das Thema, das wir jetzt da so sachlich kühl besprochen haben, auf ganz andere Art und Weise diskutieren werden. Denn um 22 Uhr kommen Fussi und Groß, stürmen dieses Studio und werden auf einer ganz anderen emotionalen Ebene den Kernrücktritt und die Frage ist, Pamela Anderson hätte ich fast gesagt, ist Pamela Rendi-Wagner ein Hit oder ein Flop, diskutieren, da werden die Fetzen fliegen. Also bitte bleiben Sie dran, 22 Uhr, Fussi, Gross und eine Verlängerung von Fellner Live, die dann bis 23 Uhr geht. In dem Sinn vorerst einmal vielen Dank fürs Zuschauen, spannende Tagesthemen und um 22 Uhr geht es weiter mit Fussi gegen Gross.